letzten Sätzen darf ich Sie schon mal insgesamt herzlich willkommen heißen zu diesem Artist Talk mit Wolfgang Vogt. Schon wie gesagt wurde, das ist der zweite Tag der doofen Musik. Und eine der Arbeiten, über die wir heute schon sprechen werden, läuft die ganzen 4 Tage auch durch im Foyer. Und Detlef Diedelsen und ich sind sehr froh, dass Wolfgang Vogt sich die Zeit heute nimmt, mit uns über seine Arbeiten zu sprechen, über die Arbeit, die wir hier hören, über das, was wir gestern Abend in der doofen Lounge hören durften. Und ja, über viele andere Themen, die ihn in seiner Musik befassen. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, auch von meiner Seite, schönen guten Abend. Ich würde gerne anfangen, wirklich bei der Arbeit, die wir da im Foyer hören. Musik für Kulturinstitutionen, Rückverzauberung 9. Ein wohltuend steifer Titel. Wie kam es dazu, für den schönen gesagt, wohltuend steifer Titel? Ja, also erstmal, Musik für Kulturinstitutionen ist ja, das ist wirklich eine Auftragsarbeit, war eine Vorgabe. Was ich aber auch gerne mal mag, wenn man konzeptionell arbeitet, dass man erstmal Eckwerte so abgesteckt bekommt, dass man sagt, das ist das Thema, kannst dazu was machen. Ansonsten, wie kam es dazu? Vielleicht kurz zum Titel Rückverzauberung. Das ist ein Ambient-Musikprojekt, was ich jetzt seit einiger Zeit betreibe. Ist ein offizielles Nachfolgeprojekt zu dem Vorgängerprojekt Gas, was vielleicht einige kennen werden, auch ein Ambient-Projekt. Und ich habe auch die Arbeit, die ich hier gemacht habe, die Klanginstallation, in diesen Kontext gestellt. Das ist, wie das Nummerieren schon suggeriert, ein fortlaufendes Projekt, da ich sehr gerne konzeptionell arbeite mit Projekten und auch eher so Vielschaffer bin, ist Nummerieren oft eine naheliegende Methode. Und wie die Zahl 9 sagt, ist das dann schon die 9. Edition in dieser Reihe. Das ist ambiente Musik, die ohne Beat in der Regel funktioniert, rhythmisch sein kann, aber wir haben keine Schlaginstrumente. Das ist ambient im weitesten Sinne. Das kann sehr abstrakt sein, das kann aber auch konkret sein, das kann wohlklingender sein. Im Sinne von klassischem Ambient, kann aber auch schon mal sehr atonal werden. Hier im Hause habe ich mich, nachdem ich mich schlau gemacht habe, oder eine Ortsbegehung gemacht habe und geguckt habe, wie klingt der Raum, wie wirkt der, für ein, wie ich glaube, sagen zu können, eher wohlklingendes Konzept entschieden. Schon vom Titel her bezieht sich das ja auch direkt auf Brian Eno und die Music for Airports, den berühmten Ambient-Klassiker. Was bedeutet der dir? Was Ino mir bedeutet? Ja, oder diese Music for Airports, war das wichtig für dich? Also das hat eine Bedeutung für mich schon allein deswegen, weil das bezieht sich auf den Airport, der in der Nähe meiner Heimatstadt steht, wie jeder weiß. Da gibt es einen Bezug, mir sagt das was. Also mir sagt das insofern was, als dass ich raumbezogene Musik im klassischen Sinne von Installation, also ambient im eigentlichen Sinne, was das ja sagt, ambiente, natürlich sehr viel was mit anfangen kann oder so. Das ist mir von jeher ein Thema. Muss allerdings sagen, dass jetzt im Thema Ambient-Kontext, das ist jetzt nicht die große Initialzündungsplatte für mich gewesen, wie das für viele, wie ich weiß, der Fall gewesen ist. Das gilt als einer der, sag ich mal, Urknallplatten zu diesem Thema. Ich persönlich sehe das nicht ganz so, oder sagen wir mal so, ich habe es nicht ganz so gerne, wenn bestimmte Genremusik oder Dinge zu sehr auf einzelne genuine Künstler oder Platten bezogen werden. Ich mag auch nicht, wenn die Leute immer gesagt haben, ohne Kraftwerk hätte es kein Techno gegeben. Das ist totaler Quatsch. Das kann ich nicht unterschreiben. Oder so, oder was weiß ich, was wäre Köln ohne Karl-Heinz Stockhausen. Ich meine, Stockhausen ist wichtig, wir wissen das, man muss das nicht übertreiben. Ino ist gut, aber ich würde sagen, ist einer von vielen guten. Was ist denn eine Ambient-Platte oder ein anderes Musikstück, wo du sagen würdest, das ist eigentlich für deine Arbeit, für deinen Zugang zu ambienter Musik viel wichtiger oder vielleicht viel einflussreicher? Ich könnte kein konkretes Stück nennen, dass ich sage, dieses Stück ist für mich das Parade-Ambient-Stück, wo ich sagen würde, das ist im besten Sinne des Wortes meine Lieblings-Ambient-Nummer. Ich würde von Atmosphären, von einem bestimmten Ausgangsmaterial ausgehen. Ich bevorzuge eigentlich eher die Idee von Gleichzeitigkeit, dass man sagt, es liegen wahrscheinliche Dinge in der Musikgeschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Luft und das sind Parallelen, die sich ergeben und kommen zusammen. Ich bin nicht so der Freund davon zu sagen, der und der hat das erfunden. Natürlich gibt es das in der Musik, in der Kunst, das ist unstrittig. Es hat sich aus meiner Sicht irgendwann Anfang der 90er, als, sagen wir mal, als die weiche oder die sogenannte Chill-Out-Spielart von Techno, hat sich in den berühmt-berüchtigten Chill-Out-Rooms
eine Entspannungsmusik ergeben, nachdem man sich nach 8 Stunden Bassdrum erholen konnte. Und das hieß dann irgendwann, hieß das Ambient, unter anderem auch. Und da haben sich dann Spielarten herauskristallisiert. Ich würde es auch als einen sehr starken, wie soll man sagen, beatfreien, harmonischen oder sanften Ableger von Techno im Sinne von elektronischer Musik beschreiben. Und natürlich aber genauso spielen Sachen aus der E-Musik rein, aus der Minimal Art. Natürlich spielt sowas wie Ino eine Rolle, aber ich würde zum Beispiel die Platte Ralf und Florian von Kraftwerk sagen, das war für mich eine Platte lange vor Autobahn, wenn man so Sachen hört, so wie Heimatklang oder Ananas Suite oder wie diese schönen, oder so mit Blockflöte und Synthesizer. Das sind sehr ambiente Atmosphären, die vom Klangspektrum meines Erachtens vieles auch schon so ein bisschen vorwegnehmen oder ahnen lassen, was da in den 90ern wirklich in aller Breite aufgekommen ist. Ich möchte mal zu einer Absurdität was fragen, die bei einem Musik gar nicht immer noch bei mir spielt, die auch eben erwähnt hat, die ich aber auch bei der Arbeit jetzt wieder merke. Und zwar ist es die Absurdität einerseits, sich sehr auf einen bestimmten Ort beziehen zu wollen und das zu betonen. Andererseits, und das ist ja auch in dem Titel Musik für Kulturinstitutionen ganz sarkastisch drin, zu behaupten, das sei eigentlich nutzbar für alles. Und das ist bei Ino ja auch so die Absurdität zu sagen, klar beziehe ich mich konkret auf diesen einen Flughafen, aber ich nenne es Music for quasi all airports. Und das ist ja ein bisschen auch das Sarkastische daran und auch das eigentlich Unmögliche. Gab es andere Orte, andere Kulturinstitutionen, die du dir vorgestellt hast, als dieses Haus? Also es ist bestimmt so, dass man sagen kann, wenn man jetzt davon ausgeht, ich möchte von einer Atmosphäre eines Raumes, eines Ortes, der ja auch ein öffentlicher, ein Freiluftort sein kann oder was auch immer, mich inspirieren lassen zu einem Musikstück. Ich möchte das musikalisch umsetzen oder ausdrücken oder wie auch immer. Dann kann man da bestimmt so arbeiten, so denken, Kontext herstellen oder vielleicht auch, wenn man das Werk dann hört, sagen, ah, wenn ich mir das anschaue, weiß ich, was du dir gedacht hast. Wenn wir sagen Music for Airports, dann hört sich das an, dann ist diese nüchterne, kühle, sanfte Atmosphäre, die das ausschaltet, wirklich dieses Installationshafte, dieses Endlose, kann man sich in diesen Räumen gut vorstellen. Wenn man das im Kopf zusammenbringt, sagt man, klar, passt. Es ist aber auch transportierbar, passt eben auch woanders. Oder so, wenn, ich sag mal so, ein sehr modernes Kaufhaus in einer edlen Atmosphäre mit Marmorböden und ruhigen Rolltreppen würden sich da bestimmt genauso anbieten zu sagen, passt hier irgendwie rein. Wenn du heute moderne Kaufhäuser gehst, läuft Berieselungsmusik im Hintergrund. Die kann man kontextualisieren und auch irgendwo in die Richtung von dem bringen, was Ino da bestimmt gemeint hat. Man kann aber auch sagen, das ist einfach Gebrauchsmusik. Was jetzt so was Sarkasmus betrifft oder so, wenn man dann so in Richtung, das nennt man früher so Fahrstuhlmusik, Mutzak und so, das hat dann irgendwie immer so einen schlechten Ruf und man sagt, das ist so, ja, das ist so Dosenmusik, aber das keine Bedeutung oder so. Ich fand es aber immer total klasse, dass das keine Bedeutung im besten Sinne hat. Das drängt sich nicht auf, das ist Atmosphäre, das ist besser als Stille. Das ist einfach vertonte Stille, aber das nervt nicht, das will nichts. Da ist keine Botschaft im Sinne von Bedeutung, Überbau. Das könnte man ja schon wieder umgekehrt interpretiert sagen, das ist ja schon voll Bedeutung. Und zwar, aber es hält sich eben zurück. Kann, muss aber nicht. Und führt natürlich dazu, dass es jetzt dieses Phänomen gibt, dass Musik halt überall ist, weil sich die Leute komplett daran gewöhnt haben, in jeder Situation Musik zu hören, im Restaurant, im Flugzeug, überall. Die Leute laufen mit Kopfhörern durch die Gegend, wenn sie mal sich in Räumen befinden, wo nicht sowieso Musik angeboten wird oder um was anderes zu hören, als das, was angeboten wird. Also ein Leben ohne Musik ist für die meisten Leute gar nicht mehr denkbar. Und da sagen viele natürlich auch, das entwertet Musik total. Unbedingt. Ich würde jedem vorschlagen, mal wieder eine Weile ohne Musik zu leben. Die ist nämlich massiv überpräsent. Und diese omnipräsente Aufdringlichkeit von Musik, du hast Restaurants genannt oder so, ich kann mir keinen Italiener mehr vorstellen, wo mich nicht irgendeine Giannini beim Essen anschreit. Schön, dass ich das bei der Gelegenheit mal sagen darf, das empfinde ich als ausgesprochen unangenehme Musik oder Musik zum falschen Zeitpunkt. Und das gilt auch für die Omnipräsenz. Es ist einfach klar, dass wir es hier sehr stark mittlerweile mit Masse auch zu tun haben, mit Überpräsenz, was natürlich auch den Fokus auf das einzelne Werk immer mehr verwischt und im Meer der Beliebigkeiten eben untergeht und so, ne? Bitte was? Eine Sache noch zu der Installation. Das hatten wir ja so ein bisschen im Stillen gehofft, dass dieser Plural für Kulturinstitutionen, dass der auch eingelöst wird. Also die Architektur hier, die ist ja nun schon relativ speziell und ist nicht unbedingt typisch für deutsche Kulturinstitutionen. Da hat man doch eigentlich ja eher so dieses
prunkvolle Opernhaus, das prunkvolle Theater oder sowas in der Art im Kopf. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie das hier so bei uns klingt, ich kann mir das wunderbar auch in so einer Architektur vorstellen. Unbedingt. Ich würde sagen, das ist bis zum gewissen Grade auch austauschbar. Das ist das, was du daraus machst. Wenn ich jetzt mit der Installation in die Oper gehe, dann würde ich bestimmt einen Weg finden, dir zu erklären, dass das auch passt. Also das ist auch eine Sache so der Erwartung. Ich finde es eigentlich objektiv am schönsten, wenn man sich da gar nicht so sehr belastet, sondern rangeht und den Kontext herstellt. Man sagt, okay, das soll dir so reinpassen und dann möge dir das und deinem Hörgefühl überlassen bleiben, ob du das auch so siehst. Ich fände es auch ganz schön, wenn jemand sagen würde, das passt ja überhaupt nicht. Was hat er sich denn da gedacht? Wo ist denn hier die Säge oder so? Ne? Oder ist ja gar nicht Beton? Klar, natürlich gibt es das, diese Klischees oder so. Ich habe eine Klanginstallation gemacht, letztes Jahr mal auf der Art Cologne und die lief da im Foyer und das war klassisch Stahl und Beton. Und wer hat da eigentlich vor, eine ganz andere Musik laufen zu lassen? Und beim Soundcheck hat sich herausgestellt, dass das, was ich da stattdessen gemacht habe, so gut gepasst hat, dass man dachte, das passt hier rein. Und jeder sagt, ey, das ist es doch. Dann war es das eben. So kann man so einfach sagen. Es hat einfach gepasst und jeder dachte, toll, ist das immer hier oder nur heute? So, und so wollte ich auch Installation verstehen, dass ich einen Raum erfasse und vertone und auch die Musik so dimensioniere in ihrer Intensität und ihrer Aufdringlichkeit, respektive Nicht-Aufdringlichkeit, dass das, ich sage immer ganz gern, dass du dich so daran gewöhnst, an das Ding, dass du eigentlich nur merkst, wenn es weg ist. Und sich das irgendwann durch das repetitive, monotone im Kopf so abspeichert, dass du eigentlich gar nicht mehr genau weißt, ist das da oder nicht. So empfinde ich das persönlich als ideal. Also es ist subjektiv. Es ist ja auch so ein bisschen ein 1984-Szenario. Das ist ja so ein bisschen, die Leute werden ruhig gestellt, nicht mit Soma, aber mit so einem Dauersound, der so eine Dauerwohlfühlatmosphäre schafft. In dem Moment, in dem er weg ist, ist auch das Wohlfühlen vorbei und die Leute werden vielleicht aufstehen und sonst was anzetteln. Also insofern ist das ja auch sozusagen die Verwirklichung so einer dystopischen Vorstellung. Findest du das auch so ein bisschen spooky? Ich finde das zutreffend, ich sehe das durchaus positiv, ich bin für sowas, ich setze mich selbst permanent auch beim Arbeiten, sagen wir mit visuellen Dingen, in solchen Situationen aus, dass man eigentlich eine musikalische Situation hinstellt. Man lässt was laufen, im Dauerloop, und zwar so leise, dass du eigentlich nur, das hilft mir beim Konzentrieren, das synchronisiert die Gedanken. Und ich glaube auch, dass du in einem Raum, wo vielleicht Menschen zusammenstehen, wie da draußen, so im Smalltalk-Bereich, wenn du deren Gespräch mit einer leisen musikalischen Hintergrund unterfütterst, dann ist das genau so viel, dass sie sich wohlfühlen und eingebettet fühlen. Das merkst du immer dann, wenn du den Stecker ziehst und machst das aus, dann entsteht eine gewisse Unruhe. Das würde ich als eine sehr positive Eigenschaft von Musik beschreiben. Und so, und die ich bestimmt nicht einfach nur funktional, sondern auch künstlerisch erklären könnte. Wobei sie eben was Manipulatives hat. Also es wird ja eingesetzt, beispielsweise die Geschichten über die Music Corporation, die ganzen Testreihen, die durchgeführt haben, wie sie mit welcher Musik den Blutdruck und die Aufnahmebereitschaft von Menschen beeinflussen können oder sowas. Das ist ja klar, das hat ja immer so ein bisschen was mit Gehirnwäsche zu tun. Unbedingt. Das könnte man, wenn man den Gedanken weiterdenkt, auf eigentlich Grund auf jede Spielart von Musik übertragen. Das ist immer irgendwie beeinflussend. Musik hat ja Wirkung, das ist ja das Wesen von Musik. Und dass man das gezielt einsetzt, in jeder Beziehung, auch im Negativen oder so, ich kann nicht auch absolut mit Frequenzen foltern. Also jeder weiß, man kann mit Geräusch eine Menge anstellen, im guten wie im schlechten Sinne. Allgemein gilt im Ambient-Kontext, gilt Wohlklang, Harmonisierung, ne? Whirlpool, Dimmer, ihr wisst schon so. Ne? Oder wenn du möchtest, auch gerne Räucherstäbchen oder im ungünstigen Fall, wie ich finde, Esoterik. Was nicht mein Blickwinkel ist, aber das funktioniert auch. Ne? Ich wollte nochmal zu den Frequenzen kommen. Du hattest ja nämlich bestimmte Frequenzen. Und das bringt mich nochmal zu den Instrumenten, zu den konkreten Klängen, die du nutzt. Weil ich finde es sowohl in der Installation hier interessant, mit welchen Klängen du arbeitest, als auch dann gestern Abend die Entscheidung für eben zum Beispiel gegen Ende ein Akkordeon. Ganz viel, was natürlich auch so sehr ikonisch schon platziert war. Vielleicht erstmal nochmal hier bleiben bei den Instrumenten, die hier zu hören sind. Wie, oder den Klängen besser gesagt. Ja, ich hatte ursprünglich, nachdem es eine Begehung gegeben hatte und man hat so mal zur ersten Eindruck, was kann man da machen, war zu erwarten, dass in diesem großen, halligen Raum schon naturgemäß durch Stimmen, Schritte, durch Menschen, die sich da bewegen, Geklapper und Gläser, eine natürliche Geräuschkulisse entsteht, die zwangsläufig irgendwie mit dieser Musik zusammenkommen würde.
fragst, auf welche Weise. Mein erster Gedanke war, das aufzugreifen und zu integrieren, indem ich das vorwegnehme und beispielsweise auch mit abstrakten Stimmen arbeite. Und beim Arbeiten ist mir aufgefallen, dass das ins Gegenteil umschlägt und eigentlich Nervosität und Stresslevel erzeugen würde. Und ich habe mich, wie ich denke, das mag jeder anders gehört haben, aber in meiner Wahrnehmung, fürs Gegenteil entschieden, indem ich versucht habe, Ruhe reinzubringen. Bin auf klangliche Vorlieben zurückgekommen, auf die ich immer wieder stoße, weil ich, seit ich denken kann, eine Vorliebe habe, zum Beispiel für einen bestimmten Bläserklang. Was wir da hören, das sind Hörner. Also im Wesentlichen sind das auch nur Tubas, Hörner oder so, die eigentlich eher aus einem etwas herberen, volkstümlicheren Soundspektrum kommen, Egerländer und so, die ich aber, ich sag mal, vermittels technischer Weichzeichnerei eher in so eine Art so James Last auf Valium gedreht habe. Das ist sehr, da tut nichts mehr weh, das ist sehr, sehr stark harmonisiert. Ich habe auch bei der Technik mit Sachen gearbeitet, die wirklich dafür gesorgt haben, dass das, was den Hornklang eigentlich ausmacht, der liegt nämlich da, wo er gut ist. Die Tuba ist da, wo sie gut ist, auch genau leider scheiße, muss man sagen. Weil das sind nämlich eigentlich Sounds, die laut im Clubkontext wehtun. Und so, weil genau da, wo eigentlich das primäre Spektrum ist, da ist eigentlich eher fürs menschliche Ohr, ist eher, da tut es eher weh. Disco-Bässe liegen tiefer und Trompeten höher. Und irgendwo da unten, ne, bei 150 rum oder so, da ist Tuba besonders wirksam. Genau das hat man technisch rausgefiltert. Das heißt, die ist noch da, aber die ist sowas von Lenor gewaschen. Ganz genau, die ist halt wirklich in Richtung ambienten Wohlklang gebürstet. Also der wurden sämtliche Zähne gezogen und die wurde ganz sanft gemacht. In der doofen Lounge gestern bist du dann aber ja weggegangen von den Hörnern und von den Tuben hin zum Akkordeon. Das ist ja eine ganz klare Entwicklung sozusagen. Und auch unbedingt. bei den ganz traditionellen Sachen, die du am Ende gespielt hast, das war ja dann irgendwie Akkordeon-Power pur. Ja, da war ja die Aufgabenstellung, war ja das Thema Polka. Und Polka, kann man darüber reden, was das ist, wie man das definiert, aber Akkordeon ist eins der dominanten Instrumente in der Polka-Musik, woher sie auch immer kommen möge. Ich muss allerdings anmerken, in der ersten Arbeitsversion gab es auch ebenso viel Tuba-basierten Polka. Man muss ja sehen, Polka hat viele Spielarten. Ich habe mich irgendwann aufgrund dessen, dass ich in der Nähe von Technomusik bleiben wollte, für den Klang des Akkordeons entschieden und mehr damit gearbeitet, weil das mehr mit dieser Hürde unkompatibel ist. Wenn man jetzt aber mehr weggeht aus den böhmischen und slawischen und Richtung Bayern und Oktoberfest fährt, haben wir den gleichen Beat, aber mit Tuba und dicker Trumm, ja, wie der Kölner sagen würde. Ne? Und dann ist das schon eher Blasmusik. Das macht auch unter. Das ist aber, wie ich eben schon sagte, aufgrund des spezifischen Klangs der Tuba schwerer zu vereinbaren mit dem, was wir so aus Bass-Trom- und Techno-Kontext kennen. Das war der Grund, warum ich mich irgendwann dahin ausminimalisiert habe, zumal ich auch sagen muss, ich habe es sehr gerne monothematisch. Und so, ich mache eine Stunde das und dann eine Stunde was anderes, aber dann bitte auch nur Akkordeon. Daher war auch dann gestern bei dem Konzert das Akkordeon so dominant. Da sind wir ja nun eigentlich genau beim Thema. Polka war ja so eine Keimzelle dieses ganzen Programms, die bei mir auch immer wieder bedeutet wurde von Leuten in unterschiedlichsten Kontexten, dass Polka ja nun wirklich fürchterliche Musik ist. Was ich persönlich nie so empfunden habe, es gibt wunderbare mexikanische Polkas, tschechische Polkas etc. Wie ist das bei dir persönlich? Das ist ja meistens auch so eine biografische Geschichte, dass Leute irgendwann, weiß ich nicht, in der Kindheit Polka ganz viel hören mussten aufgrund irgendwelcher verwandtschaftlicher Vorlieben und dann irgendwann gesagt haben, nee, das ist irgendwie die Musik der bösen alten Generation, ich will das nicht mehr. Natürlich auch diese Assoziation, dass es eben so deutsch-nationale Musik ist etc. Wie kommst du zu so einem entspannten Verhältnis zu Polka? Also es würde bei mir naheliegen, ich würde sehr schnell sagen, meine Eltern haben mich mit Polka gequält und jetzt räche ich mich, so ist es aber gar nicht. Nee, es ist eher so, dass also in meiner Kindheit, also mein Vater, der changierte so zwischen Dean Martin, James Last und Heino, so, ne, das reicht auch schon allemal für drei Leben als Einfluss, aber da gab es nicht unbedingt Polka oder so. Das hat sich später ergeben. Es ist einfach so, dass ich von jeher, seit ich auch selber musikalisch aktiv bin, seit frühester Jugend, ich mag den Zweivierteltakt. Ich mag Artverwandter, ich mochte Ska immer sehr gerne. Ich finde den Beat unter, das ist der ultimative Tanzbeat, und drücke auf den Knopf und dann geht es bei mir an. So oder so. Das sehe ich erstmal ganz befreit als eine rhythmische Struktur. Dass Polka an sich von der musikalischen Einordnung her, woher sie auch immer kommen möge, erstmal schwierig besetzt ist, ne, weil es eben gerne auch, wenn man so möchte,
in der Wahrnehmung der meisten Leute die Musik vom bösen Opa ist oder so. Mag so sein oder so. Natürlich spielt sowas eine Rolle, für mich aber überhaupt nicht. Für mich ist das reine Musikwissenschaft, ich mag den Beat. Ich bin nicht interessiert an authentischer Polka, obwohl ich sagen muss, ich kann mir eine Stunde mit Begeisterung Musikantenstadel angucken. Was mich daran stört, ist, dass wenn ich mich damit eins zu eins authentisch werktreu vernetze, komme ich aus der ironischen Ecke nicht raus. Und das will ich nicht, weil ich das ernst meine. Deswegen reduziere ich den Musikantenstadel raus und konzentriere mich auf Akkordeon und Beat. Daher auch diese Minimalisierung auf die Essenz. Aber wie du auch eben schon sagtest, diesen Beat gibt es auf der ganzen Welt, den gibt es auch in Mexiko. Da war für mich gestern der Schlüsselmoment erstmal, als plötzlich aus der Polka, für mich so nebenher höre und ein bisschen tanzen und so, plötzlich Kylie Minogue Beat auftauchte. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht Kylie Minogue sein. Und dann war es Kylie. Naja, ich dachte, das ist Unterhaltungsprogramm, da muss ich da so ein bisschen was aus. Aber es ist völlig richtig, weil das ja genau das genau. Ist, der Polka. Der Grund war ja auch der, dass ich ein bisschen auf. Ich wollte ein paar Randgebiete aufzeigen, wo man sagen kann, wenn man möchte, kann man einen bestimmten Grundbeat auch in Disco-Musik festmachen. Und dieser wunderbare Song von Kylie, den ich als großartigen Popsong schätze, seit ich ihn kenne, der hat eben untenrum dieses Unter, Unter, Unter. Und ich dachte, wenn ich das jetzt mit meinem Akkordeon verbinde, dann kann man hier schön aufzeigen, wie man Kontexte herstellen kann oder auch den Blickwinkel erweitern kann. Ich hatte den Eindruck, es wurde verstanden. Auf jeden Fall. Was ich mir gemerkt habe, ganz am Ende, als dann wirklich die Akkordeonmusik quasi die Überhand nahm, da kamen dann die Momente, die ich ja sowieso bei der doofen Musik, aber auch bei der bösen Musik und auch bei der unmenschlichen Musik für was die wichtigsten Momente halte, da wo man plötzlich merkt, jetzt wird es mir aber unangenehm. Ich ertrage es nicht. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Ich hatte den Eindruck, das Publikum hatte sich das verdient. Es war so, dass man, ich habe das in Lehrform so zum ersten Mal gemacht und man testet erstmal aus, wie viel Techno muss sein und wie Polka darf sein. Man konnte unbedingt am Feedback des Publikums merken, je mehr authentische Polka, desto besser. Mhm. Ne? Und da man für das Publikum spielt und nicht dagegen, dachte ich, okay, ihr habt es euch verdient, also Hotsoft ist, warum nicht? Aber es hat sich wirklich aus meiner Sicht aus dem natürlichen Flow ergeben. Oder so. War nicht der Plan, aber ging ja. Es gibt ja anscheinend so unterschiedliche persönliche Schmerzgrenzen. Neben mir stand dann eine Besucherin, die sagte, ich bin aus Österreich, ich ertrage das jetzt nicht mehr. Dass das polarisiert, ist klar. Man muss sich entscheiden. Ich neige zwar dazu, dass ich dann gerne allen recht machen möchte, immer so in die Quadratur des Kreises, geht aber nicht. Dass da ein Teil der Leute irgendwie beleidigt nach Hause geht, damit muss man leben. Das ist so. Das wäre aber bei Heavy Metal auch so gewesen. Ich wollte mal generell eine Auseinandersetzung mit so eben Genres wie der Polka oder anderen deutschen Musikgenres angehen. Du hast schon Gas angesprochen. Da gab es auch diese Musik, mit denen du eben mit Schönberg und Berg und Wagner gearbeitet hast. Das sind ja auch Musikformen, die nun auf andere Weise sehr deutsche Genres sind. Ich sehe da, finde es eine sehr, sehr interessante Weise, da direkt reinzugehen. Das eben nicht zu umgehen oder zu spielen oder zu dekonstruieren, sondern da eben wirklich, wie du sagst, direkt in die Strukturen reinzugehen, die dich interessieren. Wo siehst du da eine Kontinuität für dich selber? Ja, irgendwo, also jetzt in Bezug auf diese 90er-Jahre-Sachen, so hier mit Wagner, Schönberg und so, da war das konkret so oder so. Da wollte ich mich musikalisch konkret durch die Brille von elektronischer Musik und Techno aus der Perspektive mit Musik befassen, die mich erstens sehr interessiert, weil mich Wagner tatsächlich auch immer begeistert hat, wobei Schönberg eigentlich eher noch mehr, und das ist da inzwischen ist noch eine Menge Luft, ne, so. Aber da wollte ich auch ganz konkret mich vernetzen oder arbeiten mit Musik, die von Dingen assoziiert werden, die damit konnotiert sind oder so. Oder auch was auch mit reingespielt hat, auch dann bis in die Grimm-Ecke, bis in die Romantik, der Mythos vom deutschen Wald. Der ganze Kram hat mich wahnsinnig interessiert. Ich wollte das in elektronischer Form für mich neu interpretieren. Und auch irgendwo, ähnlich wie bei der Polka, auch woanders rausholen und neu beleuchten oder so. Mir ging es auch immer so ein bisschen auch bei der Polka-Sache um eine Entdeutung. Natürlich ist das so, dass die Polka und auch die Blasmusik, das sind natürlich Musikgenres, die sind so klischeebeladen und besetzt in Bezug auf ihr Publikum, da wo es herkommt, dass es fast undenkbar ist, einen Ansatz zu haben, das zu jugendkompatibel pop-subkultureller Musik umzudeuten. Da ist natürlich klar, dass die Hälfte der Leute sagt, mach mal. Aber ich bin einfach immer wieder begeistert von der Idee zu sagen, schaut her, da ist im Kern interessante Musik und die kann nichts dafür, für das, was in der Geschichte daraus gemacht wurde. Oder so, das ist einfach nur Beat. Oder so, und den nehme ich und mache daraus, was man dann hört. Ne? Du hast eben ein interessantes Wort gesagt, Entdeutung. Das heißt also, du nimmst aus den Dingen die Bedeutung bzw. so die Zuschreibung heraus. Das ist quasi
Das ist quasi dein Anliegen. Mein zentraler künstlerischer Ansatz bei solchen Arbeiten wie, sagen wir, Gas und Wagner und wie Polka und Techno und wir können noch ein paar andere Sachen herunterbeten, ist wirklich das, was ich für mich Entdeutung genannt habe. Ich will das rausholen aus dem Kontext. Das ist, gehen wir nochmal zurück zum Begriff Rückverzauberung. Wie ich finde, du hast eben was Schönes gesagt. Wie hieß das? Ja, das klingt sehr schön, ganz genau. Wenn man den Begriff mal analysiert, ich bin darauf gekommen, weil ich dachte, was ist das? Ich fing an sehr nach Gas, das war sehr festgelegt, war strukturiert oder so. Und es gab dann so vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, so ein Bedürfnis nach künstlerischer Befreiung und Neuanfang. Ich wache zwar jeden Morgen mit dem Gefühl auf, aber das gelingt dann auch nicht immer. Und dann gibt es die Idee, dass sie sagt, Rückverzauberung soll eigentlich sagen, ich arbeite mit Samples, überwiegend mit externen Audio-Files oder so. Früher habe ich die benannt, irgendwann habe ich damit aufgehört, will gerne auch mal gleich sagen, warum. Für mich das Material, ich sage früher gesagt, der freie Fall des Zeichen. Musik fällt vom Himmel, ich schnapp die auf und mache was draus. Mir ist egal, was das ist. Ob der Wagner heißt oder Heino oder Jeff Mills, das ist mir eigentlich wurscht. Für mich ist das erstmal Material und so, ich behandle das mit allem Respekt oder so. Ich will mich weder mit fremden Lorbeeren schmücken, noch möchte ich da ein anderes wegnehmen. Ich möchte das benutzen und den Ball weiterspielen. Und Rückverzauberung oder auch Entdeutung sagt, dass ich Musik, die irgendwann mal in dem Ursprung einen unschuldigen Zauber hatte, einfach nur Musik war, die wird durch Festschreibung der Geschichte, durch ihre Chartplatzierung, durch Kritiker, durch Leute wie wir, die ewig drüber reden, zu irgendwas gemacht und dann ist sie in der Kulturgeschichte angekommen. Und ich möchte die einfach wieder nehmen als Material, weil neue gibt es nicht, also muss ich die nehmen, die da ist. Und drehe die so durch meine Maschinen durch, dass ich mir als künstlerischen Ansatz einbilde oder versuche den Leuten zu erzählen, die ist jetzt sozusagen wieder auf ihren Ursprung, auf ihren ästhetischen Ursprung zurückgeführt. Und das meine ich eigentlich mit diesem Kontext Entdeutung, Rückverzauberung. Den Zauber wieder reintun, der irgendwann abhanden gekommen ist. Ich glaube, dieser Begriff ist darauf springend, das muss ich gerade sagen, weil es in einer gewissen Weise auch viel mit unseren drei Festivals zu tun hat. Weil es uns eigentlich auch darum geht, gewissermaßen mit den Musikgenres, die wir hier versammeln, jetzt hier bei der guten Musik oder bei der bösen Musik auch, und eben auch bei der unmenschlichen Musik, es eigentlich auch darum geht, Genres oder Ansätze mit Musik zu arbeiten, die üblicherweise ausgeschlossen werden. So gesagt, na, das ist ja nur keine Musik, das ist ja moralisch fragwürdig oder ist kriminell oder ist eben ziemlich stumpf oder ist doof oder ist Musikantenstahl oder wie auch immer oder Großraumdisco. Genau das sich nochmal anzuschauen, sagt, ja Moment, aber viele Menschen tun das und viele Menschen gibt das was ganz Bestimmtes. Dann lass uns doch mal drauf schauen, was das eigentlich ist. Ja. Und vielleicht gibt es da einen Kern dessen und wir verstehen da mehr über die Musik, wenn wir sie uns wirklich mal von klugen Leuten arrangiert und umgesetzt nochmal anhören, als sie einfach gar nicht anzuhören. Und also ich sage gerne, diese Elemente des Doofen, des Bösen, des Unmenschlichen, die sind in jeder Musik drin, die werden aber von dem hohen musikästhetischen Begriff meistens ausgeschlossen als, naja, das ist irgendwie bäh. Damit wir mal nichts zu tun haben. Es gibt so eine in der Geschichte festgeschriebene Diskreditierung natürlich von Genres und Spielarten, die ist in den Köpfen drin. Ich finde es sehr schön, wenn Festivals wie diese dazu beitragen, da nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen und zu sagen, guck dir das nochmal genau an, geh nochmal wertfrei ran oder so. Wo ich persönlich immer schnell ein Problem bekomme, ist, wenn es ins Ironische kippt. Halt, ne? Wenn das ist nicht mein Ansatz. Ich bin nicht an Klamauk oder Parodie interessiert oder so. Ne? Und ich muss auch nicht irgendwie jetzt hier, auch wenn wir gestern dann irgendwann, da lässt man es noch mal ein bisschen krachen in der Polka, weil es einfach schön ist und dann angelegt ist. Ich bin aber nicht daran interessiert, hier authentisch meinem guten Freund Florian Silbereisen Konkurrenz zu machen. Überhaupt nicht. Der macht das, macht er gut, ich will aber was anderes machen. Also Ironie interessiert mich dabei nicht, obwohl ich trotzdem tendenziell eher zu viel als zu wenig Humor habe. Das ist aber was anderes. Ja, das wäre ja auch keine Entdeutung. Das wäre ja im Prinzip genau das. Also das würde ja genau die Zuschreibung aufgreifen und bedienen. Genau. Das würde das bedienen, ja. Indem dann daraus Schenkelklopfen gemacht wird. Eben, genau. Schenkelklopfen ist nicht. Der Schenkelklopfen.